Kommenden Sonntag ist es endlich soweit. KSM bringt den ersten Digimon Adventures Tri-Film in die deutschen Kinos. Und da es für viele von uns vielleicht schon etwas her ist, dass sie in den Kontakt mit den alten Digimon Adventures Charakteren gekommen sind, habe ich mir gedacht, zeige ich euch, was ihr zum Start des Films alles wissen müsst. Also lasst uns gemeinsam in die Vergangenheit der Digi-Welt abtauchen. Was sind eigentlich die Digimon? Digimon sind Kreaturen, die aus Daten bestehen. Dabei unterscheiden sie sich in Größe, Farbe, Stärke, klug oder dumm und noch vielen weiteren Merkmalen. Und trotz, dass sie eigentlich nur aus Daten bestehen, können sie denken, Gefühle empfinden, müssen essen, trinken, schlafen und ja, sie müssen sogar ihre Notdurft verrichten. Jeder, der Digimon World gespielt hat, weiß, wie lästig das ist. Aber eins haben alle Digimon gemeinsam. Sie leben in der Digi-Welt. Was ist die Digi-Welt? In Digimon Adventures ist die Digi-Welt eine Parallelwelt zur Erde. Sie besteht aus den verschiedensten Orten, die nicht unbedingt alle leicht zu erreichen sind. Um von der Erde aus die Digi-Welt betreten zu können, muss man durch Tore gehen, die sich nur in besonderen Fällen öffnen. Manchmal sind diese Tore zur Digi-Welt sichtbar und manchmal nicht. Und so war es der Fall bei dem Tor, welches die Digi-Ritter in die Digi-Welt hineingezogen hat. Aber was sind die Digi-Ritter? Die Digi-Ritter sind ausgewählte Menschen, meistens Kinder, können aber auch Erwachsene sein. Sie bekommen ein Digimon als Partner. Zusätzlich erhalten sie ein Digi-Weiß. Mithilfe dieses Gerätes kann sich ein Digimon verwandeln, oftmals in eine stärkere Version. Dies setzt in den meisten Fällen eine enge Bindung zwischen Digi-Ritter und Digi-Partner voraus. Als Team haben sie zusammen die Aufgabe, die Digi-Welt und die reale Welt zu beschützen. Zu den ersten Digi-Rittern gehörten Tai, Matt, TK, Sora, Izzy, Mimi, Joey und Kari. Sie alle haben Charakterzüge, die sie auszeichnet, welche besonders im späteren Verlauf der Serie eine große Rolle spielen werden. So ist Tai sehr mutig und wagt einiges, gerät dadurch aber auch manchmal in Schwierigkeiten. Für Matt gibt es nichts Wichtigeres als Freundschaft und will seine Freunde unbedingt beschützen. Und weil Tai aufgrund seines Tatendrangs die Gruppe des Öfteren in Schwierigkeiten bringt, geraten Matt und Tai sehr oft aneinander. Izzy ist der Wissbegierige. Er ist nie ohne sein Laptop unterwegs und hilft der Gruppe oft, indem er die feindlichen Digimon analysiert. Sora ist die Stütze der Gruppe. Sie hält ihre Freunde zusammen, wenn es mal wieder Streit gibt. Joey, der Älteste der Gruppe, ist der Zuverlässigste. Trotz seines fehlenden Mutes kann man sich in jeder gefährlichen Situation auf ihn verlassen. Mimi ist bis zum Grunde ihres Herzens aufrichtig, aber auch ihre Ehrlichkeit produziert so manche Probleme. TK, der kleine Bruder von Matt, gibt niemals die Hoffnung auf, sei die Situation noch so auswegslos. Und als letztes haben wir Kari, die jüngere Schwester von Tai. Sie wirkt sehr zerbrechlich, aber wenn es hart auf hart kommt, hilft sie, wo sie nur kann. Auf der Seite der Digi-Partner haben wir Agumon, Gabumon, Biomon, Tentomon, Palmon, Gomamon, Gatomon und Patamon. Ihre Charakterzüge ähneln in den meisten Fällen die des dazugehörigen Digi-Ritters. Neben den guten Digimon gibt es auch Digimon, die dafür leben, böse zu sein. Diese Digimon versuchen, andere Digimon zu kontrollieren, Schmerzen zuzufügen oder gar die ganze Digi-Welt zu unterwerfen. So müssen die Digi-Ritter und ihre Partner zum Beispiel Devimon, Miotismon und die 4 Mega-Level-Digimon aufhalten. Nur indem sie das geschafft haben, konnten sie zurück in ihre Welt gelangen. Aber der Friede war nur für kurze Dauer, denn in der zweiten Staffel von Digimon Adventures traten neue Feinde auf den Plan, aber es fanden sich auch neue Verbündete. Aber Digimon Adventures 02 spielt für den ersten Digimon Adventures Tri-Film erstmal keine große Rolle, weswegen wir die neuen Charaktere aus der Staffel nicht begutachten. Das einzig Wichtige, was wir herausnehmen, ist, dass alle Charaktere etwas älter geworden sind und somit auch reifer. TK und Kari verbindet eine enge Beziehung, Tai und Matt stehen beide auf Sora und Mimi lebt inzwischen in Amerika. Aber jetzt, ein paar Jahre später, droht der Welt eine neue Gefahr. Wie und ob sich die Gruppe rund um Tai der Gefahr stellt, das erfahren wir im neuesten Digimon Adventures Tri-Film. Fast alle Charaktere haben ihre alten deutschen Synchronstimmen zurück. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, in welchen Kinos der Film läuft, dann rate ich euch, einen Blick in die Videobeschreibung zu werfen. Denn da liste ich euch alle Kinos einmal auf. Ich hoffe, ihr seid jetzt bestens vorbereitet auf den Start des ersten Digimon Adventures 2-Film und freut euch genauso wie ich auf kommenden Sonntag, um nochmal die alten Helden der Kindheit, Tai, Agumon, Matt und wie sie alle heißen, nochmal in Aktion zu erleben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, einen Kommentar schreibt oder, falls ihr es noch nicht getan habt, auch gerne ein Abo hinterlasst, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bis dahin sage ich wie immer, Sayonara!